Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr und wagen Prognosen oder fassen Vorsätze für das kommende Jahr. Wir ziehen Bilanz und formulieren Schwerpunkte oder Ziele für die nächsten Monate. Danke, dass Sie gekommen sind. Und nun bitte ich den Chor der Grundschule Hoja, uns ein Ständchen zu bringen. Und den Anschluss der Bürgermeisterin Frau Wassermann zu entsprechen. Vielen Dank. Mit den Mitgliedern des Stadtrates und den Mitarbeitern der Verwaltung werden wir kreative Lösungen für unsere Aufgabe finden. Dabei sind breit gestreute Wunschlisten, die die Realität, die Zuständigkeiten und das Eigentum anderer unberücksichtigt lassen, eher hinderlich und tragen nicht zu einer zielorientierten Arbeit bei. Man sagt immer, glaube nur das, was schwarz auf weiß steht, aber ich glaube, das stimmt jetzt nicht mehr. Glauben Sie auch nicht alles, was Sie hören und lesen. Ich erinnere mich noch gut daran, was Herr von Behr, als er zum Ehrenbürger ernannt wurde, mit einem Satz gesagt hat und den Satz und Illusion und Wirklichkeit auf den Punkt gebracht hat. Er sagte nämlich, nun kann ich bald umsonst in Hoja Straßenbahn fahren. Was wird nun im Jahr 2012 geschehen? Hoja ist gemeinsam mit Eisdruck in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden, weil unsere Verwaltung sehr schnell und vorausschauend ein förderungsfähiges Projekt auf den Weg gebracht hat, nämlich den Umbau unserer Grundschule. Wir werden auch aus diesem Förderprogramm weitere Vorhaben entwickeln, denn Hoja hat so viel Potenzial, aus dem sich etwas machen lässt, nur alles auf einmal geht nicht. Die Umgestaltung des Bürgerparkes wird in Schritten umgesetzt. Dazu gehört eine Auslichtung des Baumbestandes, denn unser Bürgerpark soll kein Bürgerwald werden, sondern ein Bürgerpark bleiben. Das Haus aus der Deichstraße 18, an dessen Abbau viele Freiwillige mitgearbeitet haben, wird dort wieder aufgebaut. Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2012. Indem Sie viele Ihre Wünsche erfüllen können. Lassen Sie uns mit mutigen Schritten in dieses neue Jahr gehen. Ich tue es auch.
Bürgermeisterin, liebe Anne, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, dass ich hier heute vortragen darf und hier vor Ihnen stehen darf. Ganz scharf rechts, Sie sehen glaube ich nichts, aber trösten Sie sich, mein breiter Rücken hätte sich sowieso verdeckt. Ich versuche das in bunten Bildern zu schildern. Wie schon gesagt, mein Name ist Horst Burmeister, Architekt aus Burghausen-Vilsen, aber lupenreiner Hoyeraner, geboren, als es hier noch ein Krankenhaus gab. Und mit Blick auf unseren Landkreis Diepholz könnte man sagen, als es überhaupt noch Krankenhäuser gab, wo man geboren werden konnte. Aber das ist heute nicht das Thema. Dort, wo gebaut wird oder auch saniert wird, da passiert etwas. Da ist Aufbruch, etwas Neues wird geschaffen, manchmal muss auch etwas Altes weichen, zweifelsohne. Aber auch Bewährtes wird erhalten und wird, so sagt man ja, fit gemacht für die Zukunft. Das betrifft in dem Fall den historischen Altbau der Grundschule Hoya. Und wir dürfen auch noch in anderen Projekten in der Stadt Hoya mitarbeiten und man merkt schon, dass Bewegung da ist, dass sich etwas bewegt in Hoya. 1971 wurde ich in dieser Grundschule eingeschult. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, mitten in der Stadt, dort wurde ich eingeschult. Und ich muss sagen, wir waren 1971, seit einigen Jahren sind wir regelmäßig in der Schule und messen dort auf und nehmen auf und überlegen, wie man was umbauen oder neu bauen kann. Und ich muss sagen, 41 Jahre später, die Grundschule ist doch sehr in die Jahre gekommen. Es ist einfach, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und deshalb muss auch was Neues her. Guten Tag, liebe Gäste und Eltern, liebe Kinder des diesjährigen Neujahrsempfangs hier in Hoya. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer historischen Bodenschau mit Molles aus der Grundschule in Hoya. Aber damals gab es Schuhe.
geschehen. Dafür müssen wir natürlich selber. Und jetzt kommt Emily aus dem 14. Eine tolle Geschichte und ich möchte Sie jetzt einstimmen auf das Abschiedslied der Grundschule Hoya. Jetzt der Chor, wo alle Kinder nochmal zusammen uns ein Lied singen werden. Und im Anschluss an diesen Chorgesang möchte ich dann Herrn Pastor Ruh bitten, das Schlusswort zu sprechen. Und danach werden wir zum gemütlichen Teil übergehen. Frau Bürgermeisterin Wasner hat uns dann alle zum Imbiss eingeladen, zum kleinen Getränk, zum Meinungsaustausch. Insofern zunächst der Chor und dann Herr Pastor Ruh. Du siehst heute anders aus und ich geh zum nächsten Mal durch deine Tür.
ihr alle habt uns erwachsen eben richtig zur Rührung gebracht. Euren Abschiedslied von der alten Hoja Kunst. Ja, traditionsgemäß das letzte Wort. Ein neues Jahr ist allerdings im Vergleich zu neuen Bauten eine ziemlich solide Ware. Jahre fangen pünktlich an und hören pünktlich auf. Von den meisten Baumaßnahmen kann man das nicht sagen. Zum Mut gehört auch Wahrheit und wer die Wahrheit sagt, muss mutig sein. Übrigens ist die Wahrheit keine Salami, die man in Scheiben schneiden kann. Auch kein Fortsetzungsroman in den Medien, kein großes Theater in mehreren Akten. Im Blick auf die gerade vergangenen Monate dürfen wir aber zuversichtlich sein. Gott hat ein Einsehen gehabt und weitere Bauverzögerungen in der von Kronfeldstraße verhindert. Er ist, davon bin ich inzwischen überzeugt, der Einzige, der das kann. Und auch die dritte höhere Gewalt, der niedersächsische Innenminister, weiß, was er an der Stadt Hoja hat. Ja. Eine Bürgerschaft, die gegen eine ungerechte Behandlung ihrer Mitbürger aufsteht. Noch etwas anderes stimmt mich zuversichtlich. Mit dem Neubau der Grundschule investiert die Stadt Hoja in die Zukunft. Das heißt, in die Attraktivität der Stadt für junge Familien. Einwohnerzuwachs und den Wert von Bildung und Erziehung. Und sie erntet damit auch die Früchte einer soliden Finanzpolitik der vergangenen Jahre. Für viele Städte gilt ja zu diesem Jahreswechsel der Vers von Wilhelm Busch. Das alte Jahr gar schnell entwich, es konnte sich kaum gedulden und ließ mit Freuden hinter sich den dicken Sack von Schulden. Für Hoja gilt das nicht und daher ist diese Stadt noch in der Lage, in die Zukunft zu investieren, statt sich an den Schulden der Vergangenheit abzuarbeiten. Und wenn Sie heute die Ratingagentur Moody's fragen, die Stadt Hoja bekäme AAA, dreimal A, Wuppertal dagegen nur ein C, also Ramsch. Aber mal angenommen, wir müssen die neue Grundschule nicht bauen, dann hätten wir uns vielleicht Griechenland kaufen können. Bremerhaven hätten wir auch noch dazu gekriegt. Meine Wünsche für das Jahr 2012 sind, dass wir unsere Stadt sicher durch die vor uns liegende, herausfordernde Zeit manövrieren. Gott bewahre uns dabei vor Reichsbedenkenträgern und Besserwissern, die alles mitentscheiden wollen, ohne die Ärmel aufzubrennen. Ich wünsche uns allen ein öffentliches Leben in Hoja, das von Freude, Mitmenschlichkeit, Toleranz und Mut geprägt ist. Nach dem Motto, siege, wenn du kannst, verliere, wenn du musst, aber kapituliere nie. Ich wünsche uns allen und von dieser Stelle besonders unserer neu gewählten Bürgermeisterin Anne Wasner dafür Tatkraft, Geschick, eine kräftige Portion Glück und eine gute Gesundheit. Dazu helfe uns Gott, denn jemand anders wird es nicht tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.